Heute geht das weiter, was eigentlich schon in den letzten Tagen der Fall war, nämlich, dass die US-Konjunkturdaten immer schlechter werden und darauf hindeuten, dass die Wirtschaft in den USA regelrecht abstürzt, zumindest sehr, sehr stark abkühlt. Und die Frage ist, ist das jetzt gut oder schlecht für Aktien, wenn zum Beispiel, ja wenn, was ja noch lange nicht sicher ist, die Fed jetzt mit den Zinsanhebungen aufhört oder sogar die Zinsen vielleicht senken wird im Laufe des Jahres. Wir wollen uns mal die aktuelle Lage vor Ostern nochmal anschauen. Und es begann heute 14.30 Uhr deutscher Zeit mit den Erstanträgen und Folgeaufträgen in Sachen Arbeitslosenanträge und Booms, die schossen nach oben. Viel höher als erwartet mit 228.000, die Erstanträge und vor allem die Folgeanträge 1.823.000, erwartet nur 1,7 Millionen, also das ist mal eben eine Abweichung, aber vor allem, und das ist jetzt das Entscheidende, das was Goldman Sachs schon geahnt hat, seid nicht überrascht, wenn jetzt aufgrund des Weglassens saisonaler Anpassungen die Zahlen massiv nach oben schießen, und so war es denn auch, denn die Zahlen der letzten Woche und diese Erstanfolgeanträge werden ja wöchentlich veröffentlicht, die sind so massiv nach oben revidiert worden, wie ich das noch nicht gesehen habe, und ich bin schon ein paar Jahre dabei. Letzte Woche von 198 auf 246, dann vorletzte Woche von 191 auf 247 und vor drei Wochen 192 auf 230 nach oben revidiert. Wir erinnern uns die ganzen Fed-Speaker, die gesagt haben, oh, der Arbeitsmarkt, der ist ja super stark drauf. Da ist ja gar kein Raum irgendwie in Sachen Zinsen, aber es ist eben diese Seasonal Adjustments, die wir auch bei den Non-Farm Payrolls, den großen Arbeitsmarktdaten immer wieder sehen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Warum kann man zum Beispiel die Erstanträge nicht einfach zählen? Ein Mensch, der arbeitslos wird, gibt einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe ab. Das ist ein Antrag, Booms, eins, und dann gibt der Nächste den ab, zwei. Warum muss ich da mit saisonalen Anpassungen irgendwie reinfuschen und die ganze Statistik letztendlich verfälschen? Das macht keinen Sinn, wird aber dennoch gemacht. Hier sehen wir mal grafisch dargestellt die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe vor. Und diesen Seasonal Adjustments, die ab heute ja gekommen sind, das ist die blaue Linie und darüber deutlicher Abstand eben das, was jetzt der Fall ist. Also, das ist wirklich erstaunlich, wenn Sie sich für Sport interessieren, US-Sport zum Beispiel, und Sie gucken da Basketball, dann wissen Sie, welcher Basketballer mit der linken Hinterbacke in welcher Minute gezuckt hat. Da wird alles minutiös erfasst, aber in so zentralen Fragen leisten sich die Amerikaner solche Statistiken, die eigentlich hierzulande oder in Europa im Grunde rechtswidrig werden, man kann es nichts anders sagen, denn das hat mit ordentlicher Statistik nichts mehr zu tun, was da passiert, und das ist natürlich auch für die Märkte extrem verwirrend. Zero Hedge hatte schon mehrfach über die Widersprüche in den Daten berichtet mit verschiedenen Artikeln, sowohl bei den JOLTS als auch bei den Erstanträgen als auch bei den Non-Farm Payrolls, also praktisch der ganzen Armada der US-Arbeitsmarktdaten. Wir sehen etwa jetzt die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge, das erste Mal seit Dezember 2021 wieder über 1,8 Millionen. Also die Lage am Arbeitsmarkt bleibt nicht ganz klar. Eins scheint auf jeden Fall aus diesen Daten klar zu werden. Die Lage ist nicht so gut, wie die Statistiken das bisher gezeigt haben. Das wird auch durch die sogenannten Challenger Job Cuts gezeigt. Challenger ist ein Unternehmen, das solche Daten ermittelt, und hier sind die Jobcuts um 15% gestiegen im März im Vergleich zum Vormonat und um 319% zum Vorjahresmonat. Das ist der höchste Wert seit 2020, also seit dem Corona-Crash. Und gefragt, warum die Leute entlassen werden, dann sagen die meisten Firmen, wegen dem makroökonomischen Umfeld und weil wir Kosten drücken müssen. Und das dürfte jetzt das ganz große Thema werden, dass immer mehr Unternehmen versuchen, sich so stark zu verschlanken, weil sie ahnen, weil sie sehen, dass da Unschönes in Sachen Konjunktur auf uns zukommt. Und hier sehen wir mal diese Jobcuts in den verschiedenen Jahren. Unten sehen Sie das Jahr 2023, bereits über 270.000 Jobcuts. Hier sind mal die Hitliste sozusagen der
letzten Jahre erstellt. 2005 hatten wir nur wenig mehr. Das heißt, wir haben jetzt von Januar bis März fast schon so viele Entlassungen wie fast im gesamten Jahr 2005. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, also Januar bis März, nehmen wir mal an, das würde jetzt so weitergehen. Also nehmen wir das Ganze mal 4. Müssen also noch 3 mal 270.000 raufrechnen, dann wäre das mit Abstand der höchste Wert. Selbst 2009 war da noch deutlich freundlicher. Also dann kämen wir auf einen Wert, der bei fast 1 Million liegt. Wenn das so weitergeht, wird wahrscheinlich nicht so weitergehen, aber es zeigt, was da an Dynamik derzeit passiert am Arbeitsmarkt, der ein nachlaufender Indikator ist und eben spät, aber dann meistens heftig auf diese ganze Geschichte reagiert, wenn wir uns diesen Challenger Bericht nochmal anschauen, dann sehen wir, dass im März nur 9.000 Einstellungen geplant sind. Im Januar waren es noch 32.000, im Februar 28.000. Jetzt gucken Sie sich mal das Jahr 2022 daneben an. Ich hoffe, Sie können das sehen. 77.000, 215.000, 105.000, 88. Jetzt 9.000, das ist der geringste Wert seit 2016. Also die Firmen, die kriegen jetzt die Muffe ganz offenkundig und sagen sich bloß jetzt mal das Teuerste abbauen, was du in der Regel hast, das sind die Arbeitskräfte. Und Jim Bianco stellt die Frage, ja, ist das jetzt gut oder schlecht für die Aktienmärkte? Gut könnte ja sein, dass die Fed dann früher oder später gezwungen ist, umzusteuern, erstmal die Zinsen nicht mehr anzuheben. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht sofort hergehen, es sei denn, es passiert irgendwas Außergewöhnliches und die Zinsen senken. Aber es ist eben jetzt diese Frage, gut, weil vielleicht die Zinsen perspektivisch fallen oder schlecht, weil die Unternehmen schlichtweg vorsichtiger werden, weniger investieren, Menschen werden arbeitslos, konsumieren weniger, dadurch können die Firmen weniger verkaufen. Dadurch sinken die Umsätze und dieser ganzen Rattenschwanz, der da eben dranhängt. Unten sehen wir mal diese Statistik über die Jobcuts, also über die Stellenstreichungen. Und wir sehen, ab Januar 2023 schießt das jetzt ziemlich deutlich nach oben. Und das Ganze vor allem scheint sich zu konzentrieren bei den Small Businesses, bei den kleinen Unternehmen, die sind näher, sage ich mal, am Boden der Wirtschaft dran. Die spüren Veränderungen sehr viel schneller als irgendwelche großen Konzerne, die vielleicht weltweit aktiv sind. Hier sehen wir, dass jetzt die Entlassungen sogar stärker sind als während der Corona-Krise. Das will schon was bedeuten. Und die Zinskurven, die invertierten Zinskurven, haben all das angedeutet, was jetzt passiert. Nämlich, wenn die Zinskurven stark invertieren, und die sind ja teilweise so invertiert wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, als wir auch eine Hochinflationsperiode hatten und Zinsanhebungen durch die Fed hatten, dann gibt es da eine Korrelation, nachlaufende Korrelation mit den Jobless Claims. Also es werden schlichtweg mehr Leute dann arbeitslos, weil die Anleihemärkte im Grunde mit ihrer Prognosekraft schon frühzeitig sehen, was da kommt, und dann folgt die Realwirtschaft sozusagen ein Stück weit später. Mit der Realwirtschaft haben die Aktienmärkte bekanntlich nicht viel zu tun, sonst wären im Corona-Crash oder nach dem Corona-Crash eben nicht neue Allzeithochs erreicht worden. Wirtschaft teilweise zugesperrt, aber Aktienmärkte erreichen neue Allzeithochs, weil eben die Liquidität sehr, sehr reichlich war. Ich hatte diese Grafik schon von Goldman Sachs mal gezeigt. Normalerweise ist es gut, wenn die Fed die Zinsen oder mit den Zinsanhebungen pausiert oder sie sogar beendet, es sei denn, es folgt eine Rezession. Und derzeit deutet eben sehr, sehr vieles darauf hin, dass wir sehr bald eine ziemlich heftige Rezession sehen werden, wenn Sie sich diese Zahlen mal zu Gemüte geführt haben. Und jetzt kommt noch eine andere Dimension dazu. Wir haben noch keine offiziellen Daten, wie es denn mit der Kreditvergabe der Banken ausschaut, nachdem die Silicon Valley und die Signature Bank pleite gegangen sind, diese Turbulenzen um die Credit Suisse. Und hier hat jetzt eine Umfrage von Apollo, wichtiges Analysehaus, unter 71 Banken in der Region Dallas gezeigt, dass die Kreditvergabestandards sich rapide gestrafft haben, die Banken also deutlich weniger Kredite vergeben als zuvor. Das sind jetzt die Effekte, die wir bald sehen werden. Vielleicht haben wir heute Abend schon die frischen Daten zu den Kontoeinlagen der Amerikaner bei den verschiedenen Banken. Aber hier sehen wir, das hat psychologische Auswirkungen. Wenn weniger Kredite vergeben werden, dann bekommen weniger Firmen und weniger
Privatmenschen letztendlich Kredite. Das heißt, es fehlt dann das Geld, um irgendwie Investitionen oder Käufe zu tätigen. All das deutet eigentlich ziemlich klar in eine Richtung. Hier sehen wir nochmal diese Outflows. Wie gesagt, heute kommen vielleicht die Daten zu den Bankeinlagen. Wir sehen aber jetzt, und das ist ein Trend, dass auch bei den großen Banken Geld abgezogen wird. Also bei den JP Morgans, bei den Bank of Americas und wie sie alle heißen. Zunächst waren ja vor allem die Regionalbanken betroffen und weil diese Gelder abfließen, werden die Banken rigider bei der Kreditvergabe. Und was bedeutet das? Das bedeutet Dollar-Shortage, also zu wenige Dollars. Das wird viele zwingen, Assets zu verkaufen. Das bedeutet wieder Volatilität in den Märkten. Wie Daniel Bieser hier zeigt, Volatilität in den Märkten wird bedeuten, dass die Fed irgendwann einen Backstop macht, also irgendwann ihren Kurs ändert und eine neue Politik macht, higher for longer. Das ist das, was die Fed ja gesagt hat, wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, weil die Fed reagieren muss auf diesen massiven Abschwung, der sich jetzt in den Zahlen ganz klar zeigt. Heute James Ballard, der gesagt hat, ja, wir könnten den Finanzstress, den können wir beherrschen mit Macro-Prudential Tools, also mit makroprudentiellen Tools. Wir haben gesehen, wie gut das funktioniert hat mit der Pleite bei Silicon Valley und Signature Bank. Inflation ist ein bisschen runtergekommen, aber bleibt nach wie vor sehr hoch. Und dann, die ökonomischen Daten aus dem ersten Quartal sind besser als erwartet. Naja, wenn er jetzt die letzten Daten meint, ISM-Indizes, JOLTS, wie sie alle heißen, die waren deutlich schlechter als erwartet. Also das scheint so ein bisschen eine Parallelwelt zu sein. Heute ist bekannt geworden durch Nick Timiraos, das Sprachwort der Fed, wie knapp die letzte Zinsentscheidung war. Man hat lange überlegt, sollen wir die Zinsen anheben seitens der Fed? Sollen wir nicht angesichts der Pleiten eben der Banken, dieser zwei Banken in den USA und den Turbulenzen um die Credit Suisse? Man hat sich dann doch dazu entschieden, aber es war sehr, 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 sehr knapp. Und jetzt kommt eigentlich der Treppenwitz der Geschichte. Die amerikanischen Kunden, die bei Banken Konten haben, die ziehen das Geld ab, haben es in Geldmarktfonds reingepackt. Diese Geldmarktfonds jetzt über 5 Billionen. Was machen die Geldmarktfonds? Die legen wiederum das Geld, wenn man so will, bei der Fed ein mit diesen Reverse Repo Facilities und bekommen dafür saftige Zinsen. Fast die Hälfte dieser Gelder, die eben in diesen Geldmarktfonds ist, sind bei diesen Reverse Repo Aktionen der Fall. Und deswegen sehen wir mal, wie diese Reverse Repo Aktionen angestiegen sind. Die sind im Grunde mit den steigenden Volumina in den Geldmarktfonds, weil die Amerikaner das Geld abgezogen haben, weil ihre Konten unverzinst sind oder nur ganz gering verzinst sind, haben sie es in diese Geldmarktfonds gepackt. Die Geldmarktfonds, die gehen in diese Reverse Repo Aktionen, kassieren dadurch eben die Zinsen von der Fed, geben das zum großen Teil an die Kunden, ihre eigenen Kunden dieser Geldmarktfonds wieder weiter. Aber da sind mal eben 2,2 Billionen Dollar drin gewesen gestern bei dieser Reverse Repo Aktion am gestrigen Mittwoch und mit einer Verzinsung von 4,8% pro Jahr. Also das ist sozusagen jetzt der Mechanismus. Die Fed hat die Zinsen angehoben und muss jetzt massive Zinsen selber zahlen, was dazu führt, dass die Fed in diesem Jahr einen ziemlich deftigen Verlust von knapp 300 Milliarden Dollar machen wird. Und die Zinsen sind hoch. Und die Schulden steigen immer schneller. Wir sehen, dass die Amerikaner 224 Jahre gebraucht haben, um ihre ersten 10 Billionen an Schulden zu machen. In den letzten 20 Jahren alleine sind 15 dazugekommen. Dann in den nächsten 10 Jahren sind nochmal 20 dazugekommen. Und so geht es immer weiter. 25% werden dann draufgehen, nur für Zinsen. Das ist wahrscheinlich nicht nachhaltig. Hier sehen wir mal den Schuldenstand der Regierung, jenseits der Haushalte und der Firmen, die auch dick verschuldet sind. Insgesamt die Verschuldung derzeit so 95 Billionen Dollar. Aber Staatsverschuldung war 1990 3,2, dann 95 schon 4,9, dann 2000 5,6, 2005 7,9 Billionen, 2010 dann schon 13,5, 2015
2017 18,1, jetzt 29 Billionen. Also das ist eine Exponentialfunktion, die so steil nach oben geht, dass da irgendwas passieren muss. Das geht nicht so weiter oder du streichst die Schulden oder irgendwas muss passieren, denn das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das gilt ja übrigens auch für die Welt insgesamt. Hier sehen wir mal, wie die globale Verschuldung jetzt mit über 300 Billionen Dollar nach oben gegangen ist. Und heute Morgen hatte ich ein Video gemacht und gesagt, das könnte, wie Goldman Sachs ja hier antizipiert hat, ziemlich übel werden mit diesen Erstanträgen. Jetzt wieder mal ein Kommentar auf mein Video. Fugi, mal wieder auf Weltuntergang gemacht. Und was ist passiert? Nichts. Ich hatte heute Morgen gezeigt, dass es durchaus möglich ist, dass der S&P noch steigt, jetzt nochmal eine Steigung macht, dass aber früher oder später eben die wirtschaftlichen Realitäten dann nicht zu ignorieren sind und dass das letztendlich die größere Gewichtung hat, als wenn möglicherweise, und das wird aber erst später passieren, die Fed dann eben die Zinsen senkt. Also ich spreche hier nicht von Weltuntergang, sondern ich glaube, ich bringe hier die Fakten, das sind Zahlen. Wenn mir jemand sagt, diese Zahlen sind falsch, dann möge er sich melden. Dass ist, glaube ich, immer so diese Differenz zwischen dem Big Picture, was ich zeigen will, und ultrakurzfristigen Bewegungen. Was ist übergeordnet wichtig? Ich versuche zu mahnen, seid vorsichtig, denn da kommt was auf uns zu. Und grundsätzlich ist es ja so, dass jetzt so langsam eben die Nachwirkungen der Geldpolitik jetzt erst auf uns zukommen, also die Nachwirkungen der Zinsanhebungen. Das ist lange durch die Liquiditätsschwemme so ein bisschen kaschiert worden. Jetzt schlägt das durch. Wir sehen, dass die Kreditvergabestandards auch in der Eurozone, und das ist hier diese gelbe Linie, deutlich strenger geworden sind mit all den Folgewirkungen, also nicht nur in den USA. Wir sehen, dass die Bilanzsumme der EZB jetzt so stark reduziert wurde. In der letzten Woche, wie seit November 2022, nicht mehr schlanke 106,3 Milliarden. Das ist mal ein Schluck aus der Pulle. Und eins ist klar, wenn es hier schwierig wird, wenn die amerikanische Notenbank umsteuert, dann wird die Fed auch sehr, sehr schnell umsteuern. Hier haben wir jetzt widersprüchliche Meldungen aus Deutschland, etwa zur deutschen Wirtschaft. Wir haben gute Daten, Industrieaufträge und Industrieproduktion, da ist Optimismus da. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die Insolvenzen auf dem höchsten Stand seit Mai 2020 sind. Es geht da also nach oben, und in Richtung Inflation sehen wir, die Baupreise für Wohngebäude sind um 15,1% zum Februar 2022 gestiegen. Also es ist Heizanlagen, zentrale Wassererwärmungsanlagen 18,2%. Wer einen Neubau macht, der kann unter bestimmten Kosten nicht mehr produzieren. Deswegen dürften die Preise für Neubauten auch nicht wirklich fallen können. Im Gegenteil, die dürften weiter steigen. Das Problem ist, die kann sich dann keiner mehr leisten. Und das Problem entsteht vor allem bei den Bestandsimmobilien, die nicht so energieeffizient sind. Die sind wohl vor einem ziemlichen Preisverfall oder stehen wohl vor einem ziemlichen Preisverfall. Abschließend vor Ostern, meine Damen und Herren, zwei interessante Fragen. Erste Artikelempfehlung vor Ostern: Was passiert morgen nach den US-Jobdaten? 14:30 Uhr, wir werden bei Finanzmarktwelt berichten. Was ist in einer Rezession? Wie verhalten sich die Märkte dort? Erste Empfehlung. Und zweite Empfehlung: Mein zweitbester Freund ist es, glaube ich, der Elon Musk. Der sagt, ja, also wir können alles machen, wir können auf saubere Energie umstellen, kostet nur 10 Billionen auf die nächsten 20 Jahre. Er selber wäre ja der große Profiteur, weil er durch Subventionen ja sehr stark davon profitiert. Nein, nein, Tesla verbraucht kein CO2, man verbraucht das CO2 woanders, eben für die Batterien, die woanders, deren Rohstoffe woanders unter schmutzigsten Bedingungen praktisch gefördert werden. Aber das ist der Schmutz bei den anderen. Bei uns ist dann der Himmel sauber. Für das Klima ist ja das entscheidend, wie bei uns der Himmel ist, gell? Das kann man insbesondere dem Robert Habeck natürlich glauben, der genau das zu meinen scheint. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen jetzt schöne Ostern. Wir sehen uns dann in alter Frische hoffentlich am Dienstag mit neuen Weltuntergängen, wenn Sie möchten. Bis dann. Servus. Ciao.